Wir machen heute zum Ancient Trends Festival. Und wir sind dann in der Pressegruppe und wir werden da ganz viel filmen und ich werde ein bisschen mitvloggen. Und wir haben gerade Matheunterricht, aber keiner hat Bock drauf. Ich habe Pikachu mit. Mein Kissen. Und meine Mom hat einen Pokéball gehäkelt. Angekommen und dann machen wir gleich los. Bin gespannt. Ich habe zwar gar nicht zugehört, was ich alles finden soll, aber wird schon gut werden. Es ist aber noch ein bisschen kühl und verregnet, aber ich denke mal, es wird sich in den nächsten zwei Tagen bessern. Nachdem wir unsere Festivalbändchen erhalten haben, sind wir ein wenig über die Festival-Area spaziert und haben sehr viele tolle Shops entdeckt, die sehr schöne und spirituelle Sachen verkauft haben. Instrumente, Holzschmuck und sehr viel Handgemachtes. Es war auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre. Mit Liebe hergestellte Tongefäße wurden am Kinderspace verkauft, von denen man über den Schöppenteich eine sehr tolle Sicht auf das Festivalgelände und die Hauptbühne hatte. So konnte man auch am Abend alles mitkriegen und sich eine Decke an den Teich legen und von Weitem die Show genießen. Mein erster Eindruck vom Ancient Trance Festival, sehr spirituell, wie man das hätte vielleicht auch erwarten können. Die Musik hat schon eine ganz schön krasse spirituelle Wirkung, man fühlt sich gleich viel gechillter und ja. Auf dem naturverbundenen Öko-Grün-Festival kommen Abenteuer und vor allem Kinder nicht zu kurz. Für sie wurden besonders viele Spiel- und Klettermöglichkeiten aufgebaut. Viele Menschen übten sich auch in ihrer Balance und ließen mit ihrer Bewegung ihre Energie freien Lauf. Sie ließen sich von der Atmosphäre leiten und genossen den Tanz. Jonas führte ebenfalls einige Interviews für eines seiner Videos zum Festival durch. Link in der Beschreibung. Einen kleinen Zwischenstopp im Jugendclub Taucher, da wo auch die Gala. Hi! Ja, wo auch die Gala stattgefunden hat. Oh. Ja, jedenfalls essen wir hier noch einen kleinen Happen. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder zum Ancient Trance Festival gehen. Und ich habe keine Ahnung, was heute noch ansteht, ganz ehrlich. Gefilmt haben wir eigentlich schon genug, aber na, wir werden sehen.